Mann, oh Mann, Leute, es gibt wieder jede Menge Leaks zu Suicide Squad, Kill the Justice League und wir möchten versuchen, in diesem Video heute möglichst viele davon zu besprechen. Seid also gewarnt, heute ist Spoiler-Alarm. Eine schöne Info, bevor wir auf die Leaks zu sprechen kommen, ist, dass Miller Ross hier rausgefunden hat, durch Data Mining denke ich mal wieder, dass die Lebenspunkteskalierung, das Problem, was bestanden hat, ein Überbleibsel war, weil sie ja den Gearscore rausgenommen haben im Jahr vor dem Release und das eben der Grund dafür war, dass dieses Problem bestanden hat jetzt vor kurzem. Dann kommen wir zur ersten Sache, nämlich was den Joker angeht in der Season 1 und es wurde mal gefragt, ob es da mehrere Cutscenes gibt und Miller Ross meint, es gibt auf jeden Fall mehrere Cutscenes, nämlich das, was man gesehen hat. In dem letzten Insider ist eigentlich markiert als Nummer 3. Das heißt, es gibt mehrere solche Cutscenes, wo ihr den Joker näher kennenlernt. Und dazu dann hier unten eigentlich auch noch ein Spoiler-Alarm, wie ihr hier seht. Da klicke ich jetzt natürlich nicht drauf, aber da gibt es eine Voiceline. Ihr könnt euch das natürlich selbst reinziehen. Ich mache es lieber nicht, sonst ist das Video vielleicht weg hier. Auf jeden Fall wird in dieser Voiceline sozusagen was erzählt von Joker selbst. Nämlich, Achtung, hat in seiner Welt den Suicide Squad selbst gekillt. Also er ist quasi richtig Gaga, so wie er sein soll. Und er ist so krass drauf, dass er in seiner Welt einfach den gesamten Suicide Squad, wie ihr ihn kennt, jetzt in diesem Game selbst umgebracht hat. Und ja, jetzt aber irgendwie zumindest in absehbarer Zeit erstmal ein bisschen geregelter durch die Welt hier läuft. Aber mal sehen, was passiert. Ne? Dann das nächste war eine Frage auch von einem User Quick. Does Season 1 show the start of them finding out the Justice League are still alive? Also hier natürlich auch schon ein krasser Spoiler, ich habe euch ja gewarnt. Es deuten ganz viele Sachen darauf hin, dass wir nicht die echte Justice League bekämpft haben oder dass wir die Justice League nicht wirklich getötet haben. Da gibt es mehrere Hinweise und Miller Ross meint, es könnte sehr gut sein, dass wir als Publikum herausfinden werden, dass eben wir nicht die Justice League gekillt haben, aus welchem Grund auch immer. Es gibt mehrere Theorien, die sage ich euch jetzt vielleicht auch mal kurz. Der erste Hinweis war, dass Green Lantern ja anscheinend gestorben, also getötet worden ist, aber der Ring sich nicht einen neuen Besitzer gesucht hatte, sondern einfach nur rumlag. Eigentlich untypisch. Der nächste Hinweis ist, dass Superman gegen dieses Kryptonit nicht wirklich tödlich verwundet wurde und es gab dann auch einen Hinweis in der Story, dass seine DNA verändert worden ist und ihr habt es ja selbst dann gesehen, wenn ihr das Game gezockt habt, er hatte das Kryptonit direkt in seinem Brustkorb drin und er ist nicht davon gestorben. Ich denke, der echte, richtige Superman wäre deshalb gestorben, ist auch nicht passiert. Das Weitere ist, der Flash hat ja eigentlich im Laufe der Story einen Finger verloren. Beim Kampf gegen den Flash waren alle Finger wieder dran. Dann wissen wir, dass es 12 oder 13 Versionen von Brainiac gibt in mehreren verschiedenen Welten. Deswegen ja auch die Elseworlds oder die Anderwelten. Ja, und wir waren, glaube ich jetzt, wenn ich mich recht erinnere, bei diesem Teil, den wir gespielt haben, bisher auf Erde 1, sind dann zu Erde 2, um Lex Luthor dort zu holen, denn Erde 2 Lex Luthor, wo ja schon alles ziemlich am Arsch ist. Es gibt Andeutungen, dass wir im Laufe der Zeit irgendwann mal auch noch Erde 0 besuchen und da ist anscheinend der Superman, der Brainiac Probleme bereitet, also wo Brainiac ganz große Probleme hat, die Sache unter Kontrolle zu bekommen, dann kann man jetzt natürlich sehr viel Vermutung anstellen, ist das jetzt bei Erde 0 dann der echte Superman und ist da vielleicht auch der echte Batman oder den Batman, den wir kennen? Ja, das sind alles solche Gedanken und die liegen ja auch relativ nahe, wenn man halt eben bedenkt, dass es ganz viele Versionen von Brainiac gibt und der in verschiedenen Welten versucht, eben sein Unheil anzurichten. Und entweder er hat in seiner Basis Möglichkeiten, die Justice League wieder zu heilen oder wieder zu beleben. Das wäre ein Hinweis für den Flash mit seinem Finger, dass das repariert worden ist, einfach in kurzer Zeit. Oder man hat ja auch Superman erstmal zurückfliegen sehen. Und dann hat er sich regeneriert sozusagen. Ja. Also es gibt Möglichkeiten bei Brainiac, dass sich diese ganzen Figuren wiederherstellen. Und nach den Bosskämpfen wurden alle Helden, also alle von der Justice League, wieder wegteleportiert von Brainiac. Das sieht man beim Kampf
oder bei Ableben von Batman, das sieht man beim Ableben von Superman, das sieht man beim Ableben von Flash und von Green Lantern auch. Also immer kommt dieser Warp, der vom Brainiac, der das wieder hochteleportiert auf sein Schiff. Die bleiben nicht einfach liegen und sind tot, sondern da passiert irgendwas mit denen. Und das ist, glaube ich, so dieser Cliffhanger oder diese Vorschau, die eigentlich gegeben wurde. Und vielleicht hat Rocksteady hier was, naja, zu offen gelassen oder zu uneindeutig kommuniziert, mit dem Mainstream zumindest, dass diese Leute komplett ausgerastet sind und dachten, die Justice League wurde wirklich gekillt, anstatt diesen Hinweisen zu folgen und zu sagen, na, warte mal, irgendwas stimmt doch da nicht. Ja? Und es gibt sehr viele Hinweise einfach, die dafür sprechen, dass in den kommenden Seasons was passiert. Voice Lines gibt es noch von Kevin Conroy. Es gibt Voice Lines von Flash, der sagt, brought me back. Also anscheinend ist der vielleicht in Season 1 wieder am Leben. Und es gibt Hinweise und Andeutungen, dass diese Justice League Helden an der Seite vom Suicide Squad gegen Brainiac kämpfen. Also solche Andeutungen gibt es. Es wurden ja auch Modifikatoren für Boss-Begegnungen in Season 1 kommuniziert, zum Beispiel, dass der Green Lantern verändert wurde und dass Superman verändert wurde. Das sieht man in dieser Season-Vorschau, dass die irgendwas im Kopf haben, ja, und andere Modifikatoren wahrscheinlich mitbringen, diese Kämpfe. Könnte aber sein, dass einen dann der Flash vielleicht unterstützt gegen diese. Ja. Und das sind viele, viele Hinweise, die einfach darauf hindeuten, dass das mit der Justice League nicht ganz so einfach ist, ja. Also, dass das nicht so simpel gedacht wurde, dass es jetzt halt die Justice League und wir killen die und fertig. Da passieren ganz andere Dinge im Hintergrund und ich glaube, wir werden das aus dem Laufe der Seasons erfahren, was wirklich vor sich geht. Weiterer Hinweis, den ihr hier seht, auch von Miller Ross eben, but the Justice League is 100%, denke ich mal, coming back and not staying dead. Er sagt einfach yes. Und dieser Typ hat wirklich schon viel ausgegraben, was dieses Game angeht und was die Zukunft vom Game angeht. Und er hat in ganz vielen Bereichen Recht behalten. Deswegen, Leute, ich glaube, das ist ziemlich safe. Und last but not least, vielleicht heute fürs Video auch noch was. Miller Ross meint hier, dass Season 1, Episode 1, irgendwann zwischen dem 7. und 5. März erscheinen wird. Also das könnte vielleicht für uns alle schon mal so ein Ausblick sein, wann da was kommt. Und dann auch noch eine Frage kurz, ob er was gesehen hätte, dass weitere Charaktere hinzugefügt werden könnten. Also nach der Season 4, also in der Season 5, könnte es mehr Content geben. Er sagt auf jeden Fall ganz klar, ja, es könnte mehr geben. Und wegen Offline-Mode, er weiß nicht, wann das releasen wird, aber ich hoffe, ihr wisst ja alle, ein Offline-Mode wurde schon vor dem Release angekündigt, dass der kommen wird nach dem Release. Also wer gerne offline spielen möchte, wird das wahrscheinlich, ich denke mal, in den nächsten 1 bis 2 Monaten tun können. Und in diesem Sinne hoffe ich, es war was Schönes für euch dabei, ein kleiner Ausblick vielleicht für die Zukunft, was uns noch so erwarten könnte. Ich finde, das klingt gar nicht schlecht und ich freue mich einfach und hoffe drauf, dass sich das Spiel einfach weiter verbessert, dass die Probleme vom Tisch kommen und möglichst viele Leute, die das Spiel einfach auch feiern, weiter auch zusammen im Spiel unterwegs sein können. Bis bald, Leute. Macht's gut. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und